Hallöchen! Ich möchte dir heute wieder einen kleinen Impuls schicken von etwas, das ich gerade ausprobiere. Noch nicht sehr lange. Deswegen sind das erstmal nur kurze Eindrücke. Aber ich finde es wirklich so spannend, dass ich dir das gerne mitteilen möchte. Und vielleicht machst du selber Erfahrungen damit und kannst das kommentieren oder vielleicht machst du das auch schon. Ich finde es auf jeden Fall sehr erhellend. Und zwar schreibe ich gerade jeden Morgen nach dem Aufwachen. Manchmal klappt es nicht jeden Morgen, aber dann am Nachmittag oder vielleicht lasse ich auch mal einen Tag aus. Aber ich versuche jeden Morgen 2 Seiten zu schreiben. Und zwar schreibe ich da meine Gedanken auf. Unkommentiert und ohne sie zu bewerten. Ohne irgendwas zu berichtigen, beziehungsweise alles, was da kommt, schreibe ich auf. Und das ist wirklich mega spannend, einmal zu bemerken, dass ich was schreiben kann und dahinter gibt es eine Instanz, die das bewerten kann oder die da was anderes noch dazu denken kann. Ich denke, das hat auch was zu tun mit unserer Multitasking-Gesellschaft. In der einen das Handy, in der einen Hand, in der anderen Hand vielleicht ein Getränk, was ich trinke. Dann läuft nebenbei der Fernseher oder irgendwas, was man noch so machen kann. Aber es laufen so viele Dinge gleichzeitig ab und es spiegelt sich einfach im Gehirn wieder, in der Gedankenwelt. Und ich denke, dass das auch ein Problem ist oder ein, ja, der heutigen Zeit, warum so viele Menschen gestresst sind, warum so viele Menschen Schlafstörungen haben. Ja, weil das Gehirn einfach so schnell rattert. Und du weißt ja vielleicht, wer mich schon länger verfolgt, dass ich sehr mit der Meditation, mit dem Buddhismus verbunden bin. Und damit versuche ich sozusagen dem entgegenzuwirken, sage ich jetzt mal, auch wenn Meditation natürlich viel mehr ist, aber jetzt für das kurze Video einfach diese Informationen, wenn du tiefer einsteigen möchtest in die Meditation, da habe ich eine ganze Playlist zu, vielleicht magst du da mal reinschauen, aber probier das mal aus und manchmal werde ich auch total von den Gedanken überrascht, die ich da schreibe, also es ist einfach so mal alles unkommentiert, unreflektiert rauszulassen. Ja, vielleicht kommen da auch Sachen, die würdest du niemals aussprechen. Ja, sowas hatte ich auch schon. Also es waren wirklich sehr viele Überraschungsmomente auch dabei. Manchmal ist es auch einfach nur langweilig. Da schreibe ich einfach irgendwas auf und manchmal denke ich denselben Satz immer wieder und dann schreibe ich den immer wieder auf. Aber es kommt halt auch mal raus. Ich kann es mal sehen und du musst damit aber auch gar nichts machen, sondern das ist dann einfach raus. So. Vielleicht hast du da währenddessen ein paar Erkenntnismomente, aber ansonsten, also ich bin ja eh am Reisen und versuche so mein Gewicht so wie möglich, mein Tragegewicht so klein wie möglich zu halten. Deswegen mache ich nichts mit den Dingern, sondern schmeiße sie einfach weg. Aber guck, vielleicht willst du sie auch aufheben, um einen Prozess zu beobachten. Schau, wie du magst, wie du das machen magst. Und ja, das war schon der kleine Impuls. Also 2 Seiten aufschreiben, deine Gedanken und dich überraschen lassen von dem, was passiert, was es mit dir macht. Ja, das war's von mir. Alles, alles Liebe für dich. Ja, schau beim nächsten Video gerne wieder rein. Und hier erscheint jetzt noch ein anderes Video. Vielleicht interessiert dich das ja. Also, bis bald.